Krieg in der Ukraine. Chinas Sondergesandte besucht Moskau und Kiew. Krieg in Gaza. Hamas-Delegation ist zu Waffenstillstandsverhandlungen in Kairo. Kongress der Europäischen Sozialdemokraten in Rom. Die Partei stellt sich für die Europawahl auf. Chinesische Sondergesandte Li Hui reist nach Moskau und Kiew. Laut Angaben des chinesischen Außenministeriums sucht der Spitzendiplomat nach einer politischen Lösung des Ukraine-Krieges. Außerdem will Li nach Deutschland, Frankreich, Polen und Brüssel reisen. Die Bundesregierung reagierte verhalten. Zuletzt hatten russische Medien ein geheimes Gespräch deutscher Luftwaffenoffiziere veröffentlicht. Inhaltlich von wenigen Ausnahmen abgesehen wenig Neues aus diesem Telefonat, jedenfalls bisher scheint das so. Und das wiederum führt dann zu der Erkenntnis, dass es hier nur darum geht, diesen Mitschnitt zu benutzen, nämlich um zu destabilisieren und zu verunsichern. Und das liegt an uns, ob wir über dieses Stöckchen springen, was Putin uns hinhält, oder ob wir besonnen weiter unsere Bahn ziehen, konsequent arbeiten, entschlossen bleiben und da nacharbeiten, wo sich die Notwendigkeit ergibt. Unterdessen hat Russland ukrainische Städte mit Drohnen angegriffen. Der ukrainischen Armee zufolge forderte ein Angriff auf Odessa 12 Menschenleben. Darunter befanden sich demnach 5 Kinder. In Cherson wurde ein Mensch getötet, 3 weitere wurden verletzt. Laut Angaben Russlands sind über der Krim 38 ukrainische Drohnen abgeschossen worden. Vertreter der radikal-islamischen Hamas sind in Kairo eingetroffen, um an Waffenstillstandsgesprächen teilzunehmen, die von Ägypten vermittelt wurden. Nachdem Israel einem 6-wöchigen Waffenstillstand gegen die Freilassung von israelischen Geiseln im Wesentlichen zugestimmt hat, liege es nun an der Hamas, dem ebenfalls zuzustimmen, so ein Beamter der US-Regierung. Israel sagt, die Hamas hätte die Namen der noch lebenden israelischen Geiseln, die im Rahmen des Abkommens freigelassen werden könnten, bisher nicht genannt. Gleiches gelte auch für die Liste der palästinensischen Gefangenen, die Israel im Gegenzug überstellen soll. In seiner Sonntagsansprache auf dem Petersplatz ermutigte Papst Franziskus die Teilnehmer, die Verhandlungen für einen sofortigen Waffenstillstand fortzusetzen. In der Zwischenzeit hat der UN-Sonderberichterstatter für das Recht auf Nahrung, Michael Fakhry, zu Sanktionen gegen Israel aufgerufen. Dies sei der einzige Weg, um einen Waffenstillstand im Gazastreifen zu erreichen. Momentan konzentrieren sich die vermittelnden Parteien jedoch darauf, noch vor dem muslimischen Fastenmonat Ramadan, der dieses Jahr am 10. März beginnt, eine Einigung zu erzielen. Der Untergang der Ruby Ma könnte nach Ansicht des US-Militärs zu einer Umweltkatastrophe im Roten Meer und seinen Korallenriffen führen. Der Frachter war das erste von den Houthi versenkte Schiff. In der Nacht zum Sonntag schoss der italienische Zerstörer Duilio mit seinem 76mm Geschütz eine Houthi-Drohne ab, die sich auf das Schiff zubewegte. Der italienische Zerstörer ist Teil der im Anlauf begriffenen europäischen Schutzoperation Aspides. Es ist das erste Mal, dass die Houthis ein italienisches Kriegsschiff angegriffen haben. Die unter der Flagge Belizes fahrende Ruby Ma war im vergangenen Monat von einer Houthi-Rakete getroffen worden und am Samstag gesunken. Sie hatte 21.000 Tonnen Dünger geladen. Die Seele Europas sei durch den Aufstieg des Rechtsextremismus gefährdet. Das war der Tenor der Sozialdemokratischen Partei Europas auf ihrem Kongress in Rom. Auch der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz ging darauf in seiner Rede ein. Im Zuge der anstehenden Europawahlen werfen die Sozialdemokraten den Konservativen vor, den Rechtsextremismus zu verharmlosen. Spitzenkandidat Nicolas Schmidt stellte sein Grundsatzprogramm vor. We have to have a social Europe where every citizen feels not left behind. We are taking care of citizens, all those also who might have difficulties in present times. Purchasing power, but also the transitions and the changes in our economy. We will not leave them behind. Der Luxemburger kandidiert für das Amt des Kommissionspräsidenten. Auch Amtsinhaberin Ursula von der Leyen wird erneut für die EVP antreten. Umfragen sehen die Sozialdemokraten derzeit an zweiter Stelle.
que respeita aos cargos de topo nas instituições da União Europeia, o centro-esquerda tem agora o alto representante para a política externa. Mas no próximo mandato, os socialistas deverão lutar para ter a presidência do Conselho Europeu, que reúne os líderes dos 27 países da União. Unter den sozialdemokratischen Spitzenpolitikern wurde der portugiesische Ministerpräsident António Costa für diesen Posten genannt. Da man bald aus der Regierung ausscheiden werde, sei seine politische Zukunft offen, so Costa. Um debate das diferentes famílias políticas sobre os lugares a preencher, a distribuir, como é que eles serão ocupados, até lá se verá o que é que acontece. Ein soziales, demokratisches und nachhaltiges Europa, das ist das Motto der Sozialdemokraten. Die Vorsitzende der Sozialdemokraten im EU-Parlament, Iraksche Garcia, fordert einen reformierten grünen und sozialen Pakt. Es nuestra responsabilidad como europeos garantizar el planeta para las futuras generaciones y por eso hoy tenemos ya que poner en marcha unas políticas y unas medidas para luchar contra el cambio climático, pero hacerlo además de una forma en que la transición sea justa, que no paguen la factura del cambio climático los que más lo necesitan. Die Sozialdemokraten kündigten eine weitere Unterstützung der Ukraine an. Außerdem wollen sie mehr Gelder für eine bessere Verteidigung und die Sicherheit der EU bereitstellen, die zukünftig auf weitere Staaten ausgedehnt werden soll. Bei den US-Präsidentschaftsvorwahlen der Republikaner hat die frühere UNO-Botschafterin Nikki Haley die erste Vorwahl gegen Donald Trump gewonnen. Sie hat die Stimme aller 19 Delegierten im Hauptstadtdistrikt von Washington gewonnen. Damit ist der Ex-Präsident Trump in der Vorwahlserie nicht mehr ungeschlagen. Er beschimpfte Haley darauf als Spatzenhirn. Der zunächst nur symbolische Sieg Haleys kam vor dem sogenannten Superdienstag, an dem Vorwahlen in 6 US-Staaten stattfinden. Wenige Tage nach der Festnahme der ehemaligen RAF-Terroristin Daniela Klette hat die Polizei mehrere Objekte im Berliner Stadtteil Friedrichshain durchsucht. Mehrere Personen wurden zur Identitätsfeststellung vorübergehend festgenommen. Sie befinden sich wieder auf freiem Fuß. Die seit 30 Jahren gesuchten Ex-RAF-Terroristen Ernst Volker Staub und Burkhard Garwig wurden nicht gefunden. Wegen des Großeinsatzes wurde der Verkehr auf mehreren S-Bahn-Linien in Berlin unterbrochen. Italiens südliche Region Sizilien kämpft mit einer der schlimmsten Dürren seit fast 20 Jahren. Deshalb wurde in der Region vor kurzem ein Ausnahmezustand ausgerufen. In mehreren Städten wird das Trinkwasser rationiert. Der Wasserstand dieses Sees in der Nähe von Palermo ist drastisch gesunken. Piove poco, piove male, concentrato in pochissimi periodi durante l'anno. Con il caldo che c'è, le dighe vengono svuotate, ci sono notti molto calde, estate molto calde, temperature superiori ai 45 gradi, quindi le dighe oggi si ritrovano ad una condizione che contengono il 20% dell'acqua che potrebbero contenere. Der Klimawandel ist nicht der einzige Grund für die Wasserkrise. Auch die schlechte Instandhaltung des Staudamms und die Schlammbildung spielen eine Rolle. In Sicilia i consorzi di bonifica, gli unici soggetti che nel paese sono deputati alla manutenzione del territorio e al governo dell'acqua irrigua, sono commissariati da più di 30 anni. Sono 30 anni quindi che manca una classe dirigente, sono 30 anni che non si progetta in quel territorio, non si fa la manutenzione necessaria a quelle opere che ci sono. Die örtlichen Behörden beschreiben die Lage als sehr ernst. Hunderten Familien können in den nächsten Monaten das Wasser ausgehen. È stato attivato già un piano di razionamento per 55 comuni con percentuali che vanno dal 10 al 15% del fabbisogno ordinario. Da lunedì prossimo questa platea si estenderà a oltre 93 comuni per una popolazione di 850.000 abitanti con punte di razionamento che raggiungeranno anche il 45%. Womöglich müssen die Behörden entscheiden, ob sie das Wasser den Haushalten oder den Bauern zur Verfügung stellen. Reducing leaks and reusing wastewater for agriculture could help address part of the problem, but the effects of these solutions would only be felt in the long term. Giorgio Orlandi for Euronews in Palermo.
In Griechenland hat die Zahl von Deepfake-Porno-Videos massiv zugenommen. Kriminelle nutzen die online verfügbaren kostenlosen KI-Tools, um Fotos und Videos aus sozialen Medien in gefälschte Amateur-Porno-Videos zu verwandeln. In hunderten Fällen sind die Opfer minderjährige Schülerinnen und Schüler. Die Nemosyne hat die Hände der Amateuren mit Ergebnis, όλοι αυτοί να ξέρουν να χειρίζονται τα συστήματα πάρα πολύ απλά, γιατί είναι με φωνητικές εντολές και παίρνουν φωτογραφίες, παίρνουν το πρόσωπό σου και στη συνέχεια το πρόσωπο αυτό το βάζουν σε ένα ερωτικό βίντεο. Αυτό το μοιράζουν, το διαμοιράζουν σε πλατφόρμες με σκοπό είτε εκδίκησης, είτε λύτρων, είτε χαβαλέ και πλάκα. Στα σχολεία έχουμε εκατοντάδες θύματα παιδάκια τα οποία τους παίρνουν το πρόσωπο, τους το προσαρμόζουν πάνω σε ένα βίντεο ερωτικό και στη συνέχεια αυτό το πρόσωπο με το ερωτικό βίντεο διακινείται σε σχολεία και σε τάξεις. Στην Ελλάδα το πρώτο περιστατικό χρήσης τεχνητής νοημοσύνης για τη δημιουργία πλαστού ερωτικού βίντεο καταγράφηκε πριν από περίπου 3 χρόνια. Θύμα ήταν μία ανήλικη μαθήτρια και δράστης ένας συμμαθητής της. Αυτό που αποκάλυψε στη συνέχεια η έρευνα προκάλεσε σοκ στις αρχές. Είχε πάρει φωτογραφίες από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ένας συμμαθητής της. Τα είχε τροποποιήσει με τέτοιο τρόπο ώστε να φαίνεται ότι το παιδί συμμετείχε σε ένα βίντεο ερωτικού περιεχομένου. Και εν τέλει όταν άνοιξε η έρευνα, αλλά εφόσον είχε γίνει η διανομή του υλικού, μάθαμε ότι ήταν ο δεύτερος καλύτερος μαθητής που ήθελε να της πάρει τη σημαία. Οπότε το έκανε όλο αυτό για να τη θυσφημίσει. Die Verletzung der Privatsphäre ist in Griechenland ein Problem. In den vergangenen 10 Jahren haben sich die Fälle verdreifacht. Die Regierung will nun ein Gesetz auf den Weg bringen, mit dem gefälschtes Material so schnell wie möglich gelöscht werden kann.